Okay, hallo. Tolle Sachen mit Docker machen. Mein Name ist Robert Deutz. Ich komme aus Deutschland und habe so ein paar Stationen im Projekt durch. Ich war mal OSM Board Member vor vielen, vielen Jahren. Bin noch im Jane Beyond, das ist der Verein in Deutschland, der sich um die Verbreitung von Joomla kümmert und der die Events in Deutschland organisiert, sowohl den internationalen Jane Beyond, den es jetzt dieses Jahr nicht gibt, aber die letzten 9 Jahre eben gegeben hat. Bin immer noch Testlead vom Automatic Testing Team und somit in Production und mache auch noch was, das gibt es dann im Werbeblock, das kommt dann nachher und später. Kleiner Werbeblock, nur 5 Minuten. Okay. Ist das jetzt passiert? Warte, mal kurz gucken. Ey, geil. Okay. Das heißt Amboss. Der heißt der Effekt und das ist irgendwie so Keynote. Das ist der, glaube ich, der Grund, warum sich Leute ein MacBook und Keynote kaufen. Um diesen Effekt irgendwie, den man immer wieder auf diesen ganzen Events von Apple sieht. Okay, gut. Ganz nebenbei. So, was ist Docker? Wer kennt Docker? Wer hat schon mal was von Docker gehört? Wer hat es schon mal benutzt? Okay, da bin ich fertig. Nein. Also, was ist Docker? Gehen wir mal so ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Also ganz früher, wenn man diese ganzen Rechner noch kennt, dann hat man so eine Anwendung pro Rechner gehabt. Wenn man schon zwei aufgemacht hat, dann starb der Rechner schon. Mit der Zeit sind diese Dinge aber immer leistungsfähiger geworden. Man kann also immer viel mehr auf den Rechnern machen. Und dann hat man irgendwann waren die Rechner so leistungsfähig, dass man dann überlegt hat, oh, jetzt kann man doch irgendwie auf einem Rechner doch noch ganz viel, viel mehr machen. Also haben die Leute angefangen, das zu virtualisieren. Das heißt, ich habe auf einem Rechner mehrere Rechner virtualisiert. Ich habe sozusagen was parallel dann da gemacht. Jetzt gibt es verschiedene Ansätze, wie man virtualisieren kann auf einem Rechner. Ihr müsst euch das im Grunde genommen so eine Art Schichtensystem vorstellen. Da ganz unten ist eben die Hardware, darüber kommt dann eben eine Schicht wie, man macht dann I/O, Speicher, bla bla bla. Irgendwann bis zur Anwendungsschicht eben ganz oben. Sind eine ganze Menge Schichten. Und wenn man das alles voll virtualisieren möchte, dann kostet das wieder eine ganze Menge Ressourcen und ist eigentlich auch gar nicht so wirklich notwendig. Mit der Entwicklung von Linux sind dann sogenannte User Spaces dazugekommen und dann hat es eben die Möglichkeit geschaffen, dass man eben etwas, wenn man was virtualisieren muss, nicht mehr alle Schichten virtualisiert, sondern sagt, okay, wir benutzen als gemeinsame Schicht einen ganzen Teil der unteren Schichten und virtualisieren nur gewisse Päckchen obendrauf. So, und genau das ist Docker. Docker ist also eine Virtualisierungsmöglichkeit, die eben nicht den ganzen Stack virtualisiert, sondern eben nur einen Teil. Und somit ist das von der Performance und von der Ausnutzung der Hardware sehr gut und sehr kostengünstig eben auch zu machen. So, also Docker nutzt gewisse Namespaces, so heißt das eben auch noch. Machen wir weiter. So, was ist jetzt das Schöne an Docker? Oder warum nutzen ist die Frage. Falls irgendjemand überlegt, diese Bilder, die er jetzt hier sieht, ob die irgendwas mit Content zu tun haben. Nein, haben die nicht. Ich nutze einfach immer nur ein paar schöne Bilder. Wenn der Vortrag scheiße ist oder ihr den nicht gut fand, dann habt ihr wenigstens schöne Bilder gesehen. Warum nutzen? Docker ist relativ einfach in der Anwendung. Du kannst sehr einfach die Container hochfahren, du kannst die nutzen, du kannst sie wieder wegwerfen. Das geht alles sehr performant, alles sehr schnell und sehr einfach und wiederverwendbar und auch reproduzierbar auf unterschiedlichen Plattformen. So, wenn man entwickelt, dann hat man ja öfter schon mal oder in der Vergangenheit hat man das, kennt man dieses Problem, oh, bei mir läuft's. Ja.
Aber das liegt dann eben daran, dass ja, man hat so gewisse Sachen installiert und so weiter. Und ja, bei einem selber läuft es, dann geht man zu jemand anders und da fehlt dann irgendwas. Und da läuft es dann eben nicht. So, mit Docker kann man jetzt eine Umgebung gestalten und aufbauen, die eben die ganzen Sachen vernünftig mitbringt und kann das zu jemand anderem transportieren. Und dann hat man, ach, nicht immer, aber meistens läuft es dann eben bei dem anderen auch. Dann hat man dieses, bei mir läuft es, bei dem anderen aber nicht Problem, ein bisschen gelöst oder runtergefahren. So. Also Docker ist relativ einfach. Man kann also Docker-Images erstellen. Das ist eine ganz normale, zeige ich später. Das ist ein File, wo man das reinschreibt, wie das Ding erstellt wird. Und dann hat man diese ganzen, hat man diesen Container entsprechend. Ist irgendwie doof da mit der Brille ab und an. Ne? Ich glaube, ich lasse die einfach an und nehme das hier. Ja, das ist das Alter. Im Grunde genommen sind die Stichworte, die man bei Docker so im Kopf halten soll, irgendwie klein, schnell, sicher, flexibel, reproduzierbar und portabel. Drum. So. Wenn man so die Entwicklung in den letzten Jahren so ein bisschen betrachtet hat, dann gibt es, oder wenn man mal einen langen Zeitraum in der Softwareentwicklung betrachtet, dann stellt man eigentlich immer so gewisse Wellenbewegungen fest. Und eine Wellenbewegung, die es vor ungefähr, glaube ich, 5 Jahren angefangen hat, war der Trend zu Microservices. Also alle Leute haben irgendwie gedacht, oh, wir müssen Microservices machen, wir machen alle Services ganz klein und dann können wir die einfach verwalten und splitten und transportieren, besser skalierbar und so weiter und so weiter. Das heißt, man hat alles quasi in einzelne Teile irgendwie gemacht und irgendwann ist den Leuten dann wohl aufgefallen, oh ja, jetzt muss ich ja die ganzen einzelnen Teile verwalten und die müssen, gegebenenfalls müssen die von den Versionen zusammenpassen und solche Sachen. Jetzt geht gerade der Trend wieder so ein bisschen zurück und man nimmt wieder mehr Sachen zusammen. Das ist zumindest das, wie ich das beobachte im globalen Zusammenhang. Also ich denke, man muss eben immer so einen gewissen Mittelweg finden, wie man das am geschicktesten, wie man das am geschicktesten macht. So. Docker ist jetzt auch so eine Sache, wo man sagen kann, okay, oder die Grundidee ist eigentlich, in einem Docker-Container mehr oder weniger einen Service laufen zu lassen. Gehen wir mal zu Joomla. Was brauchen wir, um eine Joomla-Seite laufen zu lassen? Wir brauchen ein PHP, wir brauchen eine MySQL-Datenbank, wir brauchen ein Apache Nix, irgendeinen Webserver brauchen wir. Das sind im Grunde genommen die drei Bestandteile. So, die kann man jetzt, dann kann man jetzt einen Docker-Container für das MySQL machen, man kann sich einen Docker-Container für das PHP machen, man kann sich einen Docker-Container für den Webserver entsprechend machen. Hat man die ganzen Services auseinander und kann die dann entsprechend verbinden. Kommen wir später nochmal kurz zu. Hat aber dann jetzt in dem Fall Prozesse einzeln. Ein großer Vorteil davon ist natürlich, wenn ich jetzt sage, ich mache meinen PHP als einzelnen Prozess in einem Docker-Container drin und will jetzt testen, ob jetzt irgendwas habe jetzt eine Erweiterung entwickelt und möchte die verkaufen an jemand anders und möchte aber auch sicherstellen, dass die entsprechend funktioniert. Dann haben wir bei Dreier das Problem, dass wir da 5, 6 noch unterstützen, obwohl PHP das nicht mehr tut. 7.0, 7.1, 7.2 und so weiter. Wenn ich jetzt das PHP in einem einzelnen Docker-Container habe und binde diese Docker-Container nur zusammen, dann habe ich den Vorteil, dass ich das PHP einfach auswechseln kann. Ich kann sagen, okay, jetzt teste ich mal Joomla mit PHP 7 und MySQL. Hast du nicht gesehen, Version? Oder okay, mache ich mir noch einen anderen Docker-Container mit einer MariaDB und teste einfach solche Sachen. Man kann also die Kombinationen viel besser zusammentesten. Was Docker eben auch ermöglicht oder vereint oder sehr einfach macht, ist, dass man automatisches Deployment macht. Also man kann Docker-Container beschreiben, zum Beispiel in einem Git-Repository, und da gibt es einen Service, der nennt sich Docker Hub. Und wenn ich dann irgendwie was in mein Git-Repository reinmache, dann erzeugt er mir auf dem ganzen Bildweg dann eben diesen einzelnen Container, den ich mir dann wieder runterziehen kann. Das sind alles Infrastrukturen und Umgebungen, die man nutzen kann, sowohl GitHub als auch Docker Hub. Das ist alles umsonst, kostet mich erstmal nichts. Und da kann ich also meine Entwicklung vereinfachen. So, jetzt haben wir gerade gehört, okay, man kann diese ganzen Sachen einzeln machen. Und da gibt es eben den umgekehrten Weg,
hatte ich jetzt auch schon kurz erwähnt, dass man also diese ganzen Services, die man jetzt gemacht hat, zusammenführt. Das nennt sich Docker Compose. Also man macht sozusagen eine Komposition aus verschiedenen Services. Wie skaliert die ganze Sache? Das vielleicht nur als letzten kleinen Punkt, bevor wir zu der schönen Sache kommen, die man eigentlich in solchen Vorträgen nicht machen soll, aber das gibt jetzt gleich eine Live-Demo. So Gott und das Internet will, funktioniert das auch. Skalieren gibt es ein Tool für, das nennt sich Swarm. So, da kann man also sagen, okay, ich habe meine Docker-Infrastruktur, ich habe meine Container, die ich in einer gewissen Weise zusammenführen will und zusammen betreiben will. Und jetzt lässt man die ja normalerweise dann auf einem Rechner laufen. So. Und mit Swarm hat man jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir nehmen nicht nur einen Rechner, sondern ich führe mehrere Rechner zu einem Swarm zusammen und die Organisation kümmert oder Docker kümmert sich dann selber darum, was man wo laufen lässt und macht das transparent für einen. Das heißt, du kannst damit die ganzen Sachen sehr einfach skalieren. Skalierst dann einfach, wenn deine Infrastruktur oder wenn deine Sachen eben an die Grenze gekommen sind, dann sagst du, okay, kaufe ich mir noch irgendein Blech, mache das in den Swarm rein und dann habe ich sozusagen meine Sachen skaliert und kann weitermachen. So, und jetzt kommen wir zu dem Demo-Block und dafür setze ich mich denn jetzt und kann noch meine Brille die ganze Zeit aufziehen, weil sonst sehe ich nämlich überhaupt ja nichts. Okay, let's do it. Das hätte man vielleicht vorher mal ausprobieren sollen. Kann man das irgendwie sehen? Ja, ne? Wie groß ist der Bild? Ah, okay, schön. Ihr könnt es nicht sehen. Ja, habe ich geklaut. Ich mache mal kurz Monitor synchronisieren an. Anordnen. Bildschirme synchronisieren. Okay, gut. Dann wollen wir mal schauen. Also. Okay, das kann man auch sehen. Fangen wir mal an. Wer kennt sich ein bisschen mit Joomla 4-Entwicklung aus? Wer hat da schon mal was probiert, schon mal was zu testen? Okay, der René, das war mir klar. Ja, komm. Gut, also die Leute, von denen ich es auf jeden Fall erwartet hätte, haben es auch getan. Der Rest noch nicht. Okay, kurz was zum Problem, was wir bei der Joomla 4-Entwicklung haben. Oder ich mach's noch ein bisschen anders. Warte, lasst mich zuerst hier mal. Okay, ich habe gerade nur das Verzeichnis gelöscht. Hier. Ich starte jetzt mal einen Docker-Container. Und zwar den hier. So, das war's. Ne? Also, okay, der ist jetzt schon bei mir lokal da. Normalerweise würde der sich den, wenn der lokal nicht vorhanden wäre, würde der sich den von Docker pullen und würde dann entsprechend. Das ist ein Tools-Container hier. Und was ich jetzt tun werde, ich werde jetzt einen bestimmten Branch aus dem Joomla-Repository klonen. In das Verzeichnis rein. Da das ein bisschen dauert. Was? Ich hab doch gesagt, du willst das löschen hier. So, so weg. So, was ist das Problem?
im modernen Web-Development macht man das also heutzutage so, dass man eben nicht mehr da wirklich alle Dateien aussieht. Man nutzt sowas wie man nutzt JavaScript und da man nicht das wirklich dieses ganz einfache alte JavaScript, was jeder Browser versteht, schreiben möchte, benutzt man also ECMAScript 6, bestimmte Sachen eben aus der Welt. Damit es aber in den alten Browsern läuft, muss man diese Sachen runter compile, transpilen, damit die, ich lasse das nur laufen damit, weil das dauert nämlich eine gewisse Zeit. Ihr seid aber alle abgelenkt, wie ich sehe. Deswegen mache ich das jetzt wieder weg. Und dann guckt ihr nur noch das Bild. So, also man bricht die dann sozusagen runter. Und macht dann eben aus dem etwas komplizierteren und komfortableren JavaScript, das man geschrieben hat, macht man da eben was Einfaches. Genauso macht man es eben mit dem CSS. Also man schreibt ja erst kein CSS mehr, sondern irgendwie SCSS. Und dann wird das eben alles nach CSS runterkompiliert, komprimiert, bla bla bla. Diese ganzen Sachen. Eine ganze Zeit lang, und das ist auch beim Joomla 3, bei der Joomla 3 Entwicklung, ist das so, dass man das Joomla 3 Repository quasi auschecken kann und hat eine lauffähige Joomla Installation. Das haben wir mit 4 gesagt, okay, das machen wir nicht mehr. Wir machen also da diese ganzen Third-Part-Dependencies raus. Das betrifft alle Composer, PHP-Packages, das entspricht dann auch den entsprechenden NPM-Packages. Das heißt, ein Joomla 4-Repository, wenn ich das auschecke, ist nicht mehr lauffähig. So, und ich brauche eine ganze Menge an Tools, um dann damit arbeiten zu können. So, man braucht also ein Node für die ganzen Sachen, die mit CSS und JavaScript gemacht werden. Man braucht Composer, um die PHP-Libraries zu ziehen. Das sind die beiden Abhängigkeiten. Viele Leute haben das auf ihrem Rechner, nicht alle Leute haben das auf ihrem Rechner. Und aus diesem einen Grund, weil das eben nicht alle Leute auf ihrem Rechner haben, haben wir, oder habe ich das sogar gemacht? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ich habe es gemacht. Haben wir so einen Docker-Container gemacht hier, der nennt sich Docker Tools. Oh. Und das sieht so aus. Ich glaube, das kann man hier schon ganz gut lesen. Jetzt komme ich mal so ein bisschen rum. Ja, ich weiß, ich mache euch jetzt wahnsinnig. Meinst du? Das ist manchmal echt. Nils, du machst gute Vorschläge, ey. Ah, gut, okay. Ist dann auch für die anderen gut. Also, das ist ein Docker-File. Und das beschreibt sozusagen die Umgebung. Also, was ist das so? Und da fange ich damit an, dass wir als Basis in Ubuntu 18.4 nehmen. Da steht hier noch, wer sind die Autoren dieses Dings. Der Yves und der Robert haben das gemacht. Dann geben sie im Grunde genommen so ganz wer einmal mit Linux gearbeitet hat, hat irgendwie Update, wir machen das nicht interaktiv, wir holen uns irgendwelche Software, Properties, Pakete, Language, Packs, bla 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 bla. Git, Vim, kennt einer Vim? Wer kann damit arbeiten? Wer weiß, wie er rauskommt? Okay, gut. Genauso, Curl, braucht man für Composer. MySQL, Postgres, ein bisschen PHP hier. Hier wird der Composer ein Setup dafür gemacht. Dann holen wir jetzt hier ein Node 11, installieren das eben auch noch. Dann wird ein bisschen clean gemacht, ein bisschen aufgeräumt hier unten. Das sollte man zum Beispiel bei den Docker-Containern immer machen. Wenn man irgendwas installiert hat, dann soll man die ganzen Libs und diese ganzen Sachen, die so runtergezogen worden sind, die man aber eigentlich für den Betrieb nicht braucht, wieder wegwerfen, weil dann wird das Docker-File kleiner. So, und wie ihr seht, ist das hier in einem Git-Repository und das Git-Repository müsste jetzt eigentlich ein Webhook oder sowas drin haben, hier zur Registry da und da werden irgendwelche Trigger werden da aufgerufen und da wird also sozusagen, wenn ich jetzt hier in dem Repository irgendwas ändere, dann wird der Docker-Container wird dann wieder neu gebaut, automatisiert, ohne dass ich was dazu tun muss. Und wenn ich den dann nutze, immer mit Latest, dann bekomme ich auch immer den Latest-Container. Hört sich gut an, ne?
Okay. Das kann dauern. So, das war der eine im Dockcontainer. So, was macht das Ding denn jetzt mit uns hier an der Stelle? Oder was ist der tiefere Sinn dahinter? Ja, okay, das sind wir wieder. Habe ich jetzt eigentlich zugemacht? Und im Grunde genommen steht sie in der Beschreibung. Also das ist ein Image eben mit den Tools, die man braucht, um das Development für Joomla zu machen. Oder um auch mit Joomla zu testen. So. Ihr könnt euch natürlich zum Testen auch immer die Nightly Builds nehmen, die sind dann vorbereitet, aber wenn man so irgendwie auf dem aktuellen testen will, dann muss man das machen. Man muss es auf jeden Fall auf dem Weg machen, dass man es bei sich lokal installiert und irgendwie sowas entweder notinstalliert oder eben diesen Container nimmt, den wir da haben, wenn man zum Beispiel Sachen am CSS geändert haben will. Wenn man also da in dem Bereich arbeitet oder was am JavaScript macht, dann muss man es auf jeden Fall machen, wenn man das ja genau dann geändert hat und das muss man wieder kompilieren, transpilen, bla bla bla, damit man es dann noch testen kann. So, also das ist einer der, ja, der Pitfalls im Grunde genommen, die wir haben in dem Development. Aber es gibt faktisch gesehen keine Alternative dazu. Also das ist, wir können es auch gar nicht anders machen. Von daher ist es in Joomla 4 jetzt so und da müssen wir jetzt alle mit leben. Und ich muss gerade mit einer langsamen Internet-Connection leben. Oh Gott, ey. Mal kurz warten. Ja, vielleicht kriegen wir das ja beschleunigt. Habe ich hier LTE? Nee. Ah, warte. Ich bin gerade über das WLAN aus. Habe ich denn hier? LTE. Okay. Verbunden. Pickt er dann da drauf auf, meinst du? Oder muss ich das nochmal neu starten? Das ist wahrscheinlich neu starten hier. Wie gesagt, nie live Demos in Präsentation machen. Ganz doofe Idee. Das sieht mir aber auch nicht schneller aus, oder? Oh ja, okay, gut, dann lassen wir das so. Dann werden wir heute noch fertig. Gut, dass ich ein Telefon mit habe. Ne? Nee, das Verbot war gar nicht angezeigt. Naja, auf jeden Fall, da ist jetzt Git drin. Was ist jetzt danach noch... machen will eigentlich, vielleicht erzähle ich das einfach, glaubt ihr mir? Ja, ne? Ja, ich bin doch glaubhaft. Da ist, wie gesagt, in dem Container ist jetzt auch noch ein Node drin und ein Composer drin. Und was man eigentlich machen muss, sind im Wesentlichen drei Befehle. Man muss sich rausholen, man muss einen Composer-Install machen, dann pickt er auf, guckt er also in den Composer-JSON-File rein, welche PHP 30-Part-Packages brauchen wir, zieht die sich runter und danach muss man noch einen NPM-Install machen. Das NPM-Install ist so definiert, dass der die ganzen NPM-Packages sich runterzieht, das sind dann auch irgendwie 6 Milliarden danach macht er noch diesen ganzen Installations-Transpil-Prozess und so weiter als PostScript in dem Package-JSON drin. Das heißt, wir haben Package-JSON, Composer-JSON-File in dem Git-Repo. Genau. Wie weit sind wir denn jetzt? 20%, ey, echt? Oh.
Nee, komm, das bringt nichts. Sorry, tut mir leid. Das kriegen wir heute nichts mehr zum Mittagessen. Jetzt ist vorbei. Schluss. Ich gehe mal kurz mal ein anderes Fenster auf, dann zeige ich noch eine zweite Sache, die man damit ganz gut machen kann. Dafür nehme ich mir einfach mal Joomla. Ich habe das natürlich noch irgendwo anders ausgecheckt. Das ist nicht so. Ist nicht so. Okay, gut. Ich zeige euch noch einen anderen Docker-Container. Und zwar wenn ihr so ein bisschen die Entwicklung betrachtet, dann werdet ihr feststellen, dass es also sehr oft dann werdet ihr sehr, sehr oft feststellen, dass jemand macht einen Pull-Request, kommt da Sachen rein, dann läuft unser Continuous Integration-Prozess durch. Unser Continuous Integration-Prozess fängt relativ weit oben an, eben die Codezeile zu überprüfen. So. Und es ist fast so, also fast immer so, dass die ersten paar Pull-Requests oder die ersten paar Commits zu einem Pull-Request eben damit beschäftigt sind, irgendwelche Codezeiles wieder gerade zu ziehen. Das belastet unsere Infrastruktur und wäre eigentlich viel schöner, wenn das irgendwie anders gehen würde. Und es geht anders. Und zwar, es geht mit Docker. Relativ simpel sogar. Wir haben einen Docker-Container geschrieben, wo unsere Codezeiles drin sind und wo auch der entsprechende Runner drin ist. Wir nutzen noch eine total alte Version, noch zwei irgendwie was oder noch irgendwie älter. Arbeiten, glaube ich, schon seit 5 Jahren daran, das auf die neueste Version zu bekommen. Aber irgendwie rennt das nicht durch. So, jetzt bin ich hier in einem Joomla-Release-Verzeichnis und habe eben dieses Docker Run. -it heißt Interactive, -rm heißt löschen, wenn ich fertig bin. Dann nehme ich mir, dann -v heißt, was mache ich als Volume, also wo hänge ich die beiden Sachen zusammen. Das ist PWD, Print Working Directory. Das hänge ich nach opt-src in den Docker-Container rein und gehe nach wopt als Working Directory. Der Docker-Container heißt Joomla Projects docker-joomla-cms-phpcs. Und wenn ich das Ding jetzt hier laufen lasse, dann läuft der los und überprüft die ganzen entsprechenden Code-Styles in dem entsprechenden Verzeichnis. Mach ihn, ey. Warum dauert das so lange jetzt? Achso, hier könnte man meinen ersten Versuch, der eigentlich relativ erfolgreich und noch relativ schnell ging. Da habe ich das gemacht mit dem Installing von Composer. Das ist hier der Composer-Install. Und das sind die Suggestions und das hier sind die ganzen NPM-Install-Sachen. Da seht ihr, dass hier dann auf einmal hier Node.sass wird gemacht und bla 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 und so weiter. Edit über 1000 Packages. Bekloppt. Okay. Hat das jetzt langsam. Oh ne, komm, das ist jetzt unfair. So gewinne ich nie den Preis für den besten Vortrag. Nichts funktioniert. Ist denn meine Kiste hier total am Anschlag? Nö. Oh Gott. Ah.
Danke. Ja, also der läuft jetzt da durch und macht die ganzen Codes eben durch und sagt, wo ist irgendwie was. Also dann können das direkt fixen und dann erst einen Pull-Request machen. Und dann ist das. Das sind also so die zwei aus meiner Sicht Anwendungsfälle, oder wo man sich sein Leben wirklich mit vereinfachen kann. Wenn man also bestimmte Tools eben in einen kleinen Docker-Container packt und sagt, okay, das benutze ich dann sozusagen als Command, weil das ist, ich kann jetzt hier noch, und habe ich hier in dem, auf der Seite habe ich so einen Vorschlag gemacht, mach dann nur einfach hier GCS, bla bla bla, das als da rein, und dann gehst du in das Verzeichnis rein, tippst GCS und dann läuft das los. Das ist auch sehr convenient für die Leute und in der Entwicklung auch total einfach und gut zu machen. So, jetzt seht auch hier, was irgendwie alles schiefgelaufen ist. Sind ein paar Errors in diesen Files drin. Auch reichlich zu fixen. So. Sowieso jetzt, für Zeit, kann ich so ein Docker-Paket statt dem XAMPP zum Beispiel nutzen? Ja? Kann ich mit eigenem XAMPP zusammenstellen? Ja, klar. Ist das besser, dann läuft es schneller und vielleicht stabiler, oder? Nicht. Ja, würde ich. Also, ich würde sagen, ja. No. Ja, würde ich sagen. Okay. Unterschiede, wenn PHP auf Linux und auf Windows rennt? Da gibt es ein paar Feinheiten. Ja. Also, wenn du auf Docker das Laufen hast mit Ubuntu und du den Webserver hast auf Ubuntu. Ist dann näher an der Webserver-Umgebung sozusagen, auf dem die Webseite laufen wird. Ja, also das ist natürlich Virtualisierung, klar. Wenn du sowieso irgendwie auf Linux arbeitest, dann kannst du dir das, kann man sich das natürlich überlegen. Wenn man auf einem anderen System eben, auf Windows oder auf einem Mac oder irgendwas arbeitet. Mh. Und das ist in diesem Paket ist auch die virtuelle Maschine als Linux-Grundlage, ja. Oder? Schon alles drinnen, glaube ich. Ja, ist drin. Ja. Kann ich dann über Composer das immer wieder aktualisieren, um zum Beispiel als Tester damit zu arbeiten? Oder ja, klar, kannst du machen. Um die aktuellen Builds zu testen. Und ja, also die Composer-Packages werden jetzt relativ selten abgedatet, aber ja, klar, kannst du machen. Okay. So. Also wir schreiben ja Composer-Log und Package. Package.json-Log, die beiden Log-Dateien, und die werden natürlich rangezogen für die entsprechenden Sachen und ja. So, kurzer thematischer, dazu passender Werbeblock, weil es passt wirklich, weil wir nutzen nämlich genau diese Technologie und wie ihr schon gesehen habt, das passt irgendwie dazu. Wir sind ja auch Sponsor und das ist Backup Monkey. Und genau, Schluss mit der Affenarbeit. Die Idee dabei ist, dass wir den Leuten, die viele Webseiten zu verwalten haben, wir wollen euch die Arbeit erleichtern. Also sozusagen, wir wollen euch glücklicher machen. Das ist unser hehres Ziel. Und es gibt eben so gewisse Sachen. Die Grundidee war, ganz kurz, viele Leute machen Backups von Webseiten, aber keiner testet sie. Sind wir mal ehrlich, wer hat mal ein Backup getestet? Ja, danke. Mal. Aber eben nicht regelmäßig, weil das einfach ein blöder Job ist. Ne? Auspacken, ist nicht wirklich so. So, und was machen wir mit Backup Monkey? Wir machen also Backups testen und die auch verwalten. Wir haben eine automatische Planung davon. Also du kannst sagen, montags, mittwochs und freitags möchte ich ganz gerne ein Backup machen. Und dann, und das am Freitag möchte ich auf jeden Fall auch getestet haben, dass es auch wirklich funktioniert. Ansonsten bei den anderen sage ich, okay, ist jetzt nicht so schlimm. Dadurch, da wir dann auf dem Joomla, auf der Joomla-Instanz sowieso sind und da eine gewisse Funktionalität haben, haben wir so eine Art Remote Monkey entwickelt, der einen ganz abgespeckten Funktionsumfang hat und der quasi nur das kann, was wir brauchen, um eben solche Core-Updates zu machen, Erweiterungs-Updates, uns die Backups zu ziehen, ein bisschen Informationen über die Seite. Das ist alles, was da passiert. Und wir haben so eine Art zentralisierte Verwaltung. Und jetzt kommt der Bogen, warum das überhaupt hier in den Vortrag irgendwie reinpasst. Also wir haben eben auch, wir haben auch ein bisschen Web, ein bisschen Cron und haben eine Queue und wir haben einen Node-Server. Aber letzten Endes macht der Node-Server auf einer relativ Low-Level Docker-API-Ebene
feuert der eben auch Apache MySQL und PHP-Server hoch. Wir holen uns das Backup von der Seite, entpacken das genau in diese Umgebung rein, installieren die Joomla-Seite quasi dann da und gucken, ob die läuft. Und wenn die läuft, dann sagen wir, alles klar, super, das können wir, den ganzen Rotz können wir wegwerfen, weil den brauchen wir nicht mehr. Wir haben sichergestellt, dass das Backup funktioniert. Und falls nicht, bekommt ihr eine nette Nachricht, hey, dein Backup-Test ist jetzt irgendwie fehlgeschlagen, guck doch mal, ob du da nicht vielleicht noch was tun willst und dann eben nochmal testest. Genau, das war der Werbeblock. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne. Fragen dazu? Wenn ihr Fragen zu Backup mache, wir stehen da noch draußen, also da steht, glaube ich, jetzt gerade entweder der David oder der Lukas. Wir machen das zusammen. Wenn ihr Fragen zu anderen Sachen habt, gerne. Fragen zu Nouvelle Cuisine oder zu Wein. Okay, gut. Dann, bitte? Gibt es Alternativen zur Drucker? Also es gibt für alles Alternativen. Aber ich nutze das. Okay, gut. Schönen Tag noch. Macht, habt Spaß.